9 Arten von YouTube-Communities. Als erstes, die Ersten. Erster. Ja, ich bin Erster. 1 Punkt. Erster Herzchen. Nee, ich bin Erster. Leute, hört auf zu streiten. Ich bin Erster. Die Hater. Leute, jetzt hört endlich auf, mich alle zu haten. Ich pack das bald psychisch nicht mehr. Alter, gestorben, deine Videos sind richtig scheiße. Lappen. Lass mir dir sagen, stimmt einfach. Ey, sieh's ein. Genau. Ich hau doch mal bei mir vorbei, meine Videochen tauchen mal besser. Die werbenden Kiddies. Wirklich, super tolles Video. Schau doch auch mal bei mir vorbei. Bei mir gibt es Minecraft Let's Plays und Let's Shows. Du wirst es auf keinen Fall bereuen. Schwul. Oh, die Geilen. Hallo meine Lieben, in diesem Video möchte ich mal darüber reden, dass ich mit 12 auch schon Riesentitten hatte. Ja, da könnt ihr auch in einer ganzen Stadt hier rumfragen. Ah, du bist so geil. Wer will sie auch ficken? Geil, Alter, geil. Schreib mir deine Nummer, dann können wir uns mal treffen. Mit 12 habe ich erstmal erkannt, dass man mit dem Penis nicht nur pissen kann. YouTube-Hure, Beste. Dreh bitte endlich einen Porno. Der Aslaks. Für diese Art von Community ist die Community vom Kanal Lex776 eigentlich das beste Beispiel, weswegen ich jetzt mal kurze Videoausschnitte des Kanals zeige. An dieser Stelle bedanke ich mich mal bei den Leuten, die seit der allerersten Folge FAQ immer wieder die gleiche Scheiße schreiben. Immer wieder die gleichen Rolex, Lexikon, schlägst du gerne Eis, relaxst du gerade, Kommentare. Leute, jetzt mal ohne Flachs. Das ist nicht mehr witzig. Es ist einfach zu viel. Ihr könnt das doch nicht jedes Mal schreiben. Ich habe es in den letzten Folgen auch gar nicht mehr drangenommen. Und ich garantiere euch, ich werde es auch in den nächsten 20 Folgen nicht dran nehmen. Also bitte denkt euch mal was Neues, Kreatives aus. Ich hoffe, dass in YouTube jetzt nicht die gleiche Scheiße steht. Also, wagen wir uns mal da dran. Hast du ein Lexikon? Hast du schon mal aus einem Auto geschissen? Wieso zockst du eigentlich Ballerspiele? Bist du etwa ein psychopathischer Killexer? Also das ist einfach nur so richtig schlecht, so. Hauptsache irgendwo das Wort Lex einbringen, auch wenn in dem Wort Killer, wenn es so gar nichts, auch nur ansatzweise mit Lex zu tun hat. Hauptsache, nee. In der Waldorfschule musste Lex einen Hurensohn vortanzen. Warum auch immer ich das jetzt so witzig fand. Die Unbeteiligten. Das klingt natürlich erstmal ganz schön scheiße. Und wie ist eure Meinung dazu? Das interessiert mich. Wie wirken sich solche Drohungen auf euch ganz persönlich aus? Darüber lasst uns mal quatschen. Oder seid ihr sogar der Meinung, Terror der IS ist doch nur noch irgend so ein angeschossenes, vor sich hin siechendes Tierchen? Eure Meinung dazu auf jeden Fall in die Comments. Ich bin mega gespannt. Habt ihr gestern auch in WhatsApp diese Nachricht gekriegt, dass ihr nie wieder was zahlen müsst? Ja, aber da hat doch der Zuckerberg sich irgendwie vertippt. Oha, hat schon wer das neue Cold Mirror Video gesehen? Wieder mega nice. Zwei Wörter. Super und mehr. Ey, das waren vier. Nein, das waren schon 2xd. Wort 1, 2. Wort 2, Wörter. Wort 3, super. Und Wort 4, mehr. Du weißt schon, dass das keinen Sinn macht, denn die Wörter werden nach dem Doppelpunkt gezählt, sonst würde das nie klappen. Ach nee, ich glaube, du verstehst den Witz nicht. Die Netten. Meine Community. Abonnier mich. Die Angeber. Leute, ich habe jetzt so voll den krassen 1300-Euro-Gamer-PC. Ha, den PC ist scheiße, ich habe ein Headset, das ist doppelt so teuer. Alter, was streitet ihr denn? Ich hab letztes Jahr die Höllenmaschine gewonnen. Ey, die Höllenmaschine ist längst nicht der beste PC der Welt. Ich glaube, mein Laptop ist bestimmt besser.
Ja, das war's jetzt auch schon mit den neuen Arten von YouTube-Communities. Natürlich ist das hier alles nur Spaß und soll auf keinen Fall ernst genommen werden. Wenn es dir gefallen hat, dann zeig das Video doch auch deinen Freunden und ebenfalls würde ich mich freuen, wenn du dir generell mal meinen Kanal ansiehst. Dann bedanke ich mich auch fürs Zusehen, euer Gammelsammy. Lex 776.